Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainis Nachtgedanken. Es ist Montag, der 25. März 2024 und es ist Abend geworden. Wir haben einen wundervollen Sonnentag geschenkt bekommen. Es tut wieder einmal gut, die Sonne zu sehen. Und wir sind ja in der Karwoche, wo wir besonders auch an den Leidensweg von Jesus Christus denken. Und schön ist es, dass wir uns jetzt abends wieder versammelt haben, um noch einmal auf die Nachtlese zu hören, auf sein Wort. Denn sein Weg ist er ja gegangen, und zwar nicht umsonst, sondern damit wir auch unser Leben tagtäglich ausrichten auf Gott hin. Schauen wir doch mal in diese Abendlese hinein. Als nun Jesus in Bethanien war im Hause Simons, des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Eine wundervolle Geschichte. Wir können es uns sehr gut vorstellen, bildlich sogar. Die Frau in den Augen der anderen vergeudet ein teures Öl und gießt es dem Herrn als Ölung, als Salbung über den Körper. Es ist unglaublich, werden die anderen sagen, dieses teure Öl hätte man verkaufen können und so vielen Armen helfen können. Und ich finde es so schön, dass hier zwei Aspekte aufleuchten. Einmal, dass die Salbung für das Begräbnis für Jesus gedacht ist, nämlich, dass sie in dem Moment handelt, und zwar im Sinne Gottes, und vorausschaut, ob sie es wirklich gesehen hat. Das denken wir wohl eher nicht, aber sie hat etwas getan, das ihren tiefen Sinn hat. Und sie hat in diesem Augenblick all ihre Liebe ihm gegeben, nämlich Gott, und hat alles andere ringsrum wahrscheinlich vergessen. Das zeigt uns, dass wir eben nicht immer mit unserem Verstand alles abwägen können, dass wir immer einordnen können, das ist jetzt wirklich wichtig, und dass wir auch nicht alles von der finanziellen Seite her betrachten sollen, sondern dass es da Dinge gibt, die größer sind, nämlich Handeln aus der Liebe heraus. Und weil sie dies tut und nicht immer alles abwägt, weil sie nämlich aus der Liebe diese Geste übt, tut sie etwas, was in Gottes Willen einen Platz findet, und sie tut etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich die letzte Ölung an Jesus vorzunehmen. Und das macht deutlich, wenn man im Augenblick handelt und aus der Liebe heraus, kann man eigentlich keine Fehler begehen. Wenn man wirklich sich von der Liebe treiben lässt, dann fragt man nicht nach dem Betrag, was das Handeln vielleicht kostet, und man macht sich auch keine Gedanken, ob es richtig oder falsch ist. Man macht es. Und ich denke, von dieser Tat können wir lernen. Wir sind immer so im Kognitiven unterwegs und wollen alles mit unseren Gedanken und mit der Logik erklären und wollen alles abwägen. Lassen wir doch viel mehr in dieser Welt die Liebe sprechen. Ich denke, wir würden viel mehr Elend beseitigen, wir würden viel mehr die Nähe von Menschen suchen, denen es nicht gut geht. Wir würden viel mehr bereit sein, Unterstützung zu leisten, und wir würden nicht immer fragen, kann ich das effizienter einsetzen, sondern einfach aus der Situation heraus handeln. Wem ich begegne. Sie ist Jesus begegnet und sie hat es getan. Und wir wissen ja, dass in jedem Menschen uns Gott begegnen kann. Und insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht immer alles hin und her bewegen, sondern aus unserem Bauchgefühl heraus einfach gestalten, handeln und schon gar nicht auf unsere Finanzen schauen, sondern sagen,
das ist mir jetzt ein Bedürfnis, das möchte ich tun, danach verlangt es, und dann werden wir sehen, dass dieses Handeln Gott mit einbaut. Und wir wissen ja, Gott ist die Liebe. Und wer aus der Liebe lebt und handelt, der kann doch eigentlich gar keine Fehler begehen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche uns eine gesegnete Karwoche, einen wundervollen Abend, eine ruhige und gesegnete Nacht. Schlafen Sie gut. Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr Reini hier aus den Nachtgedanken. Auf Wiederloge.